Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 15 im Saisonmodus hier bei Because Gaming is Fun mit den Humble Freezers im Viertelfinale der Playoffs gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Herzlich willkommen zum vierten Spiel. Es steht 2:1 für uns in der Serie. Heute können wir in Nürnberg das 3:1 in der Serie klar machen, um dann gegebenenfalls schon am Freitag den Halbfinaleinzug zu sichern. Verzichten müssen wir wohl auf Jiri Westcott und Julian Jakobsen. Ich denke mal, Westcott spielt trotzdem. Müssen wir mal gucken. Huch, nee, das wollte ich nicht. Hopp, so. Bin mal gespannt, ob Westcott spielt oder nicht. Oder doch, wer weiß das schon. Wir wollen jetzt auf jeden Fall das vierte Spiel gegen die Nürnberger spielen. Ja, auch hier nochmal in den richtigen Playoffs steht es gerade 2:1 für die Hamburg Freezers in der Serie. Die konnten das dritte Spiel für sich entscheiden in einem hochspannenden Spiel gegen die Düsseldorfer EG. Am heutigen Dienstag, treten die Hamburger wieder in Düsseldorf an. Wir drücken denen natürlich die Daumen. Hoffen auf ein 3:1 in der Serie, damit am Freitag schon alles klar gemacht werden kann vor heimischer Kulisse. Das wird dann ein richtiges Fest da. So, und wir legen auch direkt los. Erster gefährlicher Schuss von Garrett Festerling. Nochmal Garrett Festerling. Und der wechselt nicht zum richtigen Spieler hin. Was soll denn der Bullshit hier? Oh, nee, da laufen sich meine Spieler gegenseitig über den Haufen. So, aber trotzdem geklärt hier. Überschuss von Festerling. Schlecht gemacht von Pettinger war das, glaube ich. So, schöner Stil von Jerome Flack hier. Der allerdings ein bisschen zu langsam in der Vorwärtsbewegung. Braucht darum zu lange, um an den Puck zu kommen. Und dadurch wird das keine schöne 1-auf-1-Situation da, die wir vielleicht hätten nutzen können. Dewey Westcott mit einem ordentlichen Hammer da von der blauen Linie. Huch! Ah, Westcott mit einem ordentlichen Hammer. Trifft aber nur den Verteidiger der Nürnberger. Oh. Kevin Clark rein ins Angriffsdrittel. Ah! Scheiße. So. Was will denn der Kaufmann da? Jo, da gibt es die erste Strafe gegen die Nürnberger. Und wir nutzen das nicht wegen einem dummen Fehlpass da. Meine Güte, einfacher geht's doch nicht auf den werten Herrn Oppenheimer zu spielen. Aber nein, sagt das Team. So, Christoph Schubert, wenn es geht, mal bitte. Alter, what the fuck? Alter, was ist denn da los? Leute, wir sind im Powerplay. Könnt ihr euch mal bitte so anstellen? Garrett Festerling am Bulli. Verliert das auch wieder. So, jetzt aber mal hier. Bitte. Mathieu Roy auf dem Weg nach vorne. Auf Garrett Festerling. Schöner Schussversuch. Brad Festerling hat Jochen Reimer sicher. Schade. Zwei gute Schusschancen von den Festerling-Zwillingen. Aber beide Male Reimer im Weg. So, Dewey Westcott. Oh, da kommt der Pass zu Westcott nicht an. Eigentlich schön gedacht. Nur nicht von Erfolg gekrönt. Ach Gott, Caron. So einen hätte man auch weiterspielen können, du. Dadurch verschwenden wir wichtige Sekunden hier im Powerplay. So, Brad Festerling auf Kevin Clark. Kevin Clark zieht da rein.
schießt. Aber Reimer hat den. Ach Mann, ey. Phil Dupuis bleibt weiterhin Sieger und Christoph Schubert. Was war das denn für ein Schuss hier? 1:0, da haben wir Freezers. So wollen wir das sehen. Schönes Ding von Christoph Schubert. Auch Vorlage von Phil Dupuis vom Bulli weg. Ja, so einfach kann es gehen, wa? Ah, Dupuis haut einfach mal drauf da. So, Christoph Schubert mit einem richtigen Hammer von einem Check. Da haben wir, glaube ich, sogar den was will ich mit Düsseldorfern immer? Haben wir den Nürnberger, glaube ich, scheinbar verletzt. Wenn dem so ist, das war natürlich nicht meine Absicht. Ah, Clark, Mensch. So, 4 Minuten 25 noch im ersten Drittel. Die Freezers führen mit 1:0. Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne sind es, was wir wollen. So, schöner Vorcheck von Morten Madsen, der auf Marty Sertich. Der sollte eigentlich zu Dewey Westcott gehen, aber war mal ein richtiger Dreckspass. Oh. Oh. Und da das der 1:1 Ausgleichstreffer durch Yossin Editz. Schiete. Oh Scheiße. Glück gehabt, dass Oblinger da verzieht. So, erstes Drittel so gut wie rum. Matt Pettinger nochmal mit einem ganz gefährlichen da. Ah, und da wäre Pettinger frei vorm Tor gewesen. Aber die Zeit ist abgelaufen und da kommt er nicht mehr zur Schusschance. 1:1 nach dem ersten Drittel zwischen Hamburg und Nürnberg. Geht spannend weiter auf jeden Fall jetzt. Zweites Drittel geht los. Wie gesagt, 1:1 der Spielstand. Ha! Brad Fesseling haut den einfach mal auf dem Slot drauf. Und da sah Jochen Reimer überhaupt nicht gut aus. Was war das denn? Brad Fesseling, zweites Playoff-Tor. Vorlage von Jerome Flake und Fesseling, wenn ich mich nicht irre. Was war das denn? Da hatte Jochen Reimer einfach mal keine Lust zu halten, oder was war los? Der war nicht sonderlich platziert, nicht sonderlich hart. Aber Reimer sagt sich, ne, kein Bock. Macht euren Scheiß doch alleine. Gefährlicher Pass da von Thomas Oppenheimer hinterm Tor. Da hätte beinahe Phil Dupuis rankommen können. Westcott, schöner Schuss. Leider abgeblockt. So, Dewey Westcott auf Jerome Flake. Ah, der verdattelt den Puck da. Aber Matt Pettinger holt ihn sich wieder. Oh, und da kommt. Westcott verschätzt sich. Westcott verschätzt sich aber kapital. Pettinger hilft da jetzt hinten aus. Ist auch wichtig so. So, und wir kontern direkt wieder über Garrett Festerling. Ach Gott, da hat er aber ein bisschen verzogen. Kevin Clark da beinahe mit einer schönen Einzelaktion gegen Jochen Reimer. Leider nur beinahe. Richtig geiler Check da von Garrett Festerling gegen. Weiß ich gar nicht gegen wen. Phil Dupuis! Phil! Nein, nicht Phil Dupuis.
Guter Check von Christoph Schubert da. Da stoppen sie Kevin Clark. Der holt sich den Puck aber zurück. Leute, das ist Kampfgeist hier. Das ist es, was wir sehen wollen. Nur bessere Abschlüsse wollen wir auch noch sehen. So, Adam Mitchell. Oh! Hoppala. So, Morten Madsen. The Ice Tigers will start from their own end. Pass through center ice. He missed the net. Wonderful play. Nein. A shot. Wonderful save on the redirect. So, egal, erstmal raus damit. Back and forth they go between the points. Nice job, straight stand up poke. So, Sam Klaassen holt sich noch schön den Puck auf, Marty Sertage. Sertage rein ins anderes Drittel. Nein, doch nicht so. Da stand doch Pool im Slot frei. Aber da kommt der Puck nicht hin. Er spielt ihn lieber zum Verteidiger. Oh nein. Oh, Bujas tunnelt Karonda. Nein, was ist da los? Patrick Bujas. Mit dem Tunder gegen Caron 2:2 damit. Garrett Festerling haut einfach mal rauf. Red Festerling auch. Hettinger wollte auch nochmal. Und das ist das zweite Drittel rum. 2:2 steht's. Uiuiui. Uiuiui. Drittes Drittel verspricht spannend zu werden. Ausgeglichenes Match. Aber eigentlich mit offensiven Vorteilen auf unserer Seite, würde ich behaupten. Flake auf Jochen Reimer. Keine große Herausforderung, der Schuss. Oh, oh. Oh, oh. Karonda. Oh, Garrett Festerling mit einem klasse Schuss. Hettinger kann den Puck da nicht kontrollieren. Schiete. So, Jerome Flake jetzt auf dem Weg nach vorne. Wow. Richtig beschissenen Pass zu Garrett Festerling. Aber der richtig schöner Check da. Schön kräftige Checks ausfahren da. Uiuiui. Oh, Phil Dupuis mit scheinbar dem Tunder gegen Jochen Reimer. Der Phil ist gut drauf zurzeit. Zweites Playoff-Tor. Vorlage von Thomas Oppenheimer. Schauen wir einmal genauer hin. Aus der Kameraperspektive hat man fast gar nichts erkannt. Das sieht doch schon besser aus. Jawohl, durch die Hosenträger von Jochen Reimer durch. Phil Dupuis mit dem 3:2 für die Army Freezers. So. Marty Sertage gewinnt auch das Bulli. Auf Adam Mitchell geht der Puck. Da kommt der Pass zu Morten Madsen nicht ordentlich an, wa? Doch nicht. Oh, nee. Caron mit dem 1-A-Save da. Pool, den muss er doch machen. Auch wenn er fast keine Eiszeit hat. So ein Ding darf man sich doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Genauso wie so ein, der muss doch auch drin sein. Alter, ich glaub's ja nicht. Unsere vierte Reihe ist eine Katastrophe, das muss man einfach so sagen. Oh,
kommt, da kommt, da passt zu Pool, nicht an. Krämer, Pool, was auch immer. Was? Ach, das ist ja wohl ein Witz, da eine Strafe zu geben. Das ist ein schlechter Witz. 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 Matt Pettinger versucht es einfach nochmal. Und Jochen Reimer hält lieber fest. Soll er das doch machen? Wir haben die Zeit. Phil Dupuis entscheidet das Bulli für sich auf Mathieu Roy. Der wieder zu Christoph Schubert. Der wieder zu Roy. Der spielt tief, wo Pettinger so halbwegs steht. So, Phil Dupuis holt sich den Puck da wieder. Eiert da ein wenig umher und verliert dann den Puck. Das ist jetzt natürlich nicht so geil gelaufen. Aber wir holen uns den Puck direkt wieder. Und jetzt spielen wir sie einfach mal tief, die Scheibe. Matt Pettinger kommt da gegen Eriksson. Allerdings nicht schnell genug. Warum spielt Pool im Penalty Killing? Alles klar. Brad Fesseling mit dem Hit da. Mit dem Hitzehammer-Schuss. Schöner Einsatz von Matt Pettinger da. Garrett Festerling macht da den Deckel wohl drauf. 4:2, 1:11 vor Ende des Spiels. Oh, Vorlage von Dewey Westcott und Matt Pettinger. Schönes Ding. Nach angezeigter Strafe machen wir einfach das Tor. Pettinger dann nochmal mit dem Ansatz gegen Jochen Reimer. Diesmal bleibt Reimer allerdings Sieger des Geschehens. Und die Düsseldorfer haben jetzt... ach, was habe ich denn hier? Die Nürnberger haben leichte Auflösungserscheinungen. Machen jetzt Fehlpässe ein nach dem anderen. Sehr gut für uns, dass sie hier die Scheibe tief spielen. Damit können wir eigentlich hätten wir das Tor locker machen können. Stattdessen jetzt Icing. Angezeigte Strafe, das ist sehr gut. Ja, die letzten 20 Sekunden angezeigte Strafe gegen die Nürnberger. Keine Chance. Damit ist das Ding jetzt wirklich durch. Da haben sie nicht mal mehr die Zeit, den Goalie rauszunehmen. Gut. Ja, hau den Puck nochmal weg. Meist. Macht er nicht mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchst du nicht nochmal zum Bulli abpfeifen. Die Hamburg Freezers gewinnen mit 4:2 gegen die Thomas Sabo Ice Tigers und führen auch hier jetzt mit 3:1 in der Serie. So sehen wir das gerne. Am Freitag kann also schon in beiden Fällen alles entschieden werden. Einmal hier im Saison-LP, einmal im Let's Orakel. Es tut mir leid, dass ich da jetzt gespoilert habe, dass ich im Orakel auch gewonnen habe. Warum erzähle ich so einen Scheiß? Naja, machst du nichts. What the fucking hell? Ich habe da gerade 75 Nachrichten bei WhatsApp bekommen. Kann man natürlich mal machen. Aber gut. Ja. Ne? Scheiße Bescheid. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Ciao.